Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute, ihr habt es am Titel gesehen, ist Jim Power für den Super Nintendo dran. Ein Wunsch vom guten Ödländer an dieser Stelle. Viele Grüße an dich. Ja, wie immer, wenn ihr auch Wünsche habt, ob 8 oder 16-Bit, einfach in die Kommentare rein. Wir versuchen alles so langsam nach und nach abzuarbeiten. Für diese Serie ist es nur wichtig, dass das Spiel nicht gerade gut ist oder einfach nur frustrierend schwer. Also, einfach in die Kommentare rein. Mir sagt das Spiel ehrlich gesagt so gar nichts. Aber so gar nichts, gar nichts. Und der Titel ehrlich gesagt ist auch sehr generisch. Aber ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein. So ein bisschen habe ich diesmal vorrecherchiert. Die Musik kommt vom guten Chris Hülsbeck. Also erwarte ich da von der Musik her durchaus was Vernünftiges. Und ja, das Spiel soll vor allen Dingen auch sehr, sehr schwer sein. Aber ich würde sagen, genug der langen Vorrede, schauen wir einfach mal rein. Mal gucken in Option, ob ich es auf einfach stellen kann. ist schon auf easy. Ha! Smart Bomb, Auto Fire, Fire, Boost, Jump. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Schauen wir mal. Start Game. Also ganz allgemein finde ich, das hat so ein bisschen so ein Amiga-Grafikstil-Charme. So ein bisschen wie Gods oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt nicht groß geguckt, ob es jetzt eher auf den Amiga erschienen ist und hier nur rüber portiert wurde, aber irgendwie, ne, wenn ihr das so seht. Seht ihr das? Also wer auch immer, es ist schön, dass Parallax-Scrolling drin ist, also für, wenn es euch das nicht sagt, das ist das, was da im Hintergrund so, diese verschiedenen Ebenen. Das macht man, um einfach mehr Tiefe in das Spiel hineinzubringen. Aber irgendwas stimmt da nicht. Also irgendwie, wenn man drauf guckt, wird dann eher schwindelig. Ich habe schon Leben verloren. Ach, was? Was? Ah! Wie viel halten die denn aus? Okay. Also da war ich gerade, ne? Der kommt einfach so in den Bildschirm rein. Man kann ihn gar nicht richtig sehen. Ah, das war die Smart Bomb. Das habe ich. Ich habe den doch gar nicht berührt. Uff. Ha. Ich bleib jetzt einfach mal hier und, ne, dass ich den jetzt einfach so abschieße. Also ich muss sagen, irgendwie die Grafik, die sieht zwar so ganz gut aus, hat seinen Stil, hat das Scrolling ist schrecklich. Das lenkt mich persönlich irgendwie ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so rüberkommt, wenn ihr einfach nur jetzt dabei zuguckt. Uff. Ist leicht schwer, aber nur ganz leicht, würde ich sagen. Aber immerhin ist die Musik, wie zu erwarten war, ziemlich gut. Aber uff, ey. Ich glaube, das wird kein langes Video. Oder wir werden auf jeden Fall nicht viel davon sehen. Okay, ich mach's mal in Dauer. Also wenn man hier auf den Dauerfeuerknopf drückt, dann ballert er natürlich logischerweise die ganze Zeit durch. Aber ihr seht, er bleibt jetzt immer so ein bisschen stehen. Deswegen, dass man muss da wahrscheinlich den wirklich. Ja, das nervt so, ne? Dass das jetzt hier nicht rüberschießt. Das ist so unnötig. Aber das ist echt hart, das Spiel. Der Sprung ist auch nicht sehr hoch. Okay, ich stelle mich jetzt zumindest etwas besser an, aber die Gegner, die halten viel zu viel aus, finde ich. Also dieses Parallax-Scroll in einem Hintergrund, ich weiß nicht. Wenn man beim Spielen darauf so ein bisschen guckt, wird einem eher schwindelig, finde ich. Und? Ja, toll, jetzt kommen da die Kristalle, ne, zum Einsammeln. Okay, also ich bin doch gar nicht mehr so kacke, wie ich gedacht habe.
hier das mit den Feuern, dass der da halt immer so stehen bleibt, das verstehe ich nicht so ganz. Ah, hier gibt es Upgrades. Habe ich jetzt was eingesammelt? Also die Hunde sehen schon etwas seltsam aus, oder? Also hier ohne Parallax-Scrolling geht's eigentlich. Nur irgendwie, so dieser Grafikstil, wie gesagt, an sich gefällt der mir. Aber irgendwie lenkt der auch zu sehr vom eigentlichen Wichtigen ab. Jetzt habe ich hier so zwei Dinger. Kann ich auch nach unten schießen? Nee, natürlich nicht. Ich kann auch nicht nach oben schießen. Ja, ich wusste nicht, wie ich die da jetzt erledigen soll. Keine Ahnung. Zeit läuft auch ab. Aber ich habe nur gerade so ein Exit-Symbol eingesammelt. Ajo! Okay. Geht doch einfacher mit der Plattform, als ich gedacht habe. Okay. Ist ja bei Gameshack bekannt. Europäisches Spiel wahrscheinlich. Das heißt, Tropfen verletzen einen. Vermute ich mal. Das stellt der Joe von Gameshack ja immer so als natürlich einen Treffer tot. Also das Spiel wäre wesentlich besser, wenn man sowas... Alter. Sollen da jetzt vorbeikommen? Ich meine, startet man dann quasi sofort da, wo man gestorben ist. Und vielleicht wird er nicht erstmal... Nee, ne? Ich habe diesen scheiß Schlüssel nicht eingesammelt. Oh, jetzt muss ich wieder zurück. Kann ich überhaupt zurück? Nee. Ja. Wie soll ich jetzt weiterkommen? Toll. Jetzt bin ich hier gefangen, weil ich diesen blöden Schlüssel nicht eingesammelt habe. Ich wusste nicht, dass der jetzt so wichtig ist. An den Ketten kann ich auch nicht hochklettern, nee. Die sind nur Deko. Ich kann mich noch nicht mal hier umbringen jetzt. Ha! Ich bin gerade sprachlos. Weil jetzt bin ich jetzt so in einer Ecke buxiert worden. Gibt es einen Double Jump oder irgendwie sowas? Nee. Weil es muss jetzt theoretisch ja wieder zumindest ja die Chance haben, da hochzukommen, um den Schlüssel wieder zu holen. Ja, wenn die Zeit abgelaufen ist, werde ich wahrscheinlich tot sein, aber... Ha! So, also Schlüssel einsammeln. Wo war der? Ja, da. Das ist doch bescheuert, oder? Jetzt habe ich zwar einen Schlüssel, aber jetzt werde ich bestimmt wieder in den Tropfen sterben. Ich habe das im Gefühl. Zack, zack. Ah, Mann! Okay, komm. Ein Versuch noch. Ein Versuch noch. Dann schauen wir mal. Ah, also das ist wirklich... Muss das denn so schwer sein? Also so ein kleiner Lebensbalken. Meinetwegen, dass man auch nur zwei Treffer aushält, ja? Das wäre schon mal ziemlich hilfreich. Oder dass die Gegner nicht so viel aushalten würden. Oder dass man, dass dieses das Ding Scrolling da hinten, so. nicht so seltsam wäre. Und Freunde, vergesst nicht, das ist das erste Level. Das ist das erste fucking Level. Das ist kein kurzes Spiel. Ich habe ein Longplay gefunden bei YouTube. Das geht ich glaube 50 Minuten oder sowas. Und ich habe kein Passwortsystem gesehen. Okay, diese Hunde sind relativ einfache Gegner.
Wieder irgendwelche Upgrades. Wie gesagt, die Musik, die ist immerhin gut, aber wie gesagt, das war von Chris Hitzberg, Hitzbeck nicht anders zu erwarten. Ach, ich glaube, das war gar kein Exit, sondern ein... Keine Ahnung. Das habe ich meine Eile falsch interpretiert. Das war einfach nur expandieren. Gucken wir mal. Da war ich doch auf der Plattform drauf, oder nicht? Ich meine, ich war auf der Plattform drauf. Fuck. Nein! Nein! Am Hund gestorben! Aber Freunde, ich glaube, das reicht jetzt auch, oder? Das Ganze jetzt nochmal zu zeigen, das bringt nichts. Aber, lieber Ödländer, ein würdiger Kandidat für diese Serie auf jeden Fall. Danke für deinen Wunsch. Und wenn ihr noch einen Wunsch habt, dann einfach ab in die Kommentare rein. Ich versuche mir das alles anzuschauen. Ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.